Oh, zwei Händler, ey. Oh, verschwendete Bombe, echt. Also wirklich verschwendete Bombe. So, und ich glaube, wir haben jetzt Mist gebaut, weil wir kommen hier nicht mal hoch. Alter, nee. Wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal laufen, glaube ich. Ja, Tatsache. Oh, ey, das nur für zwei verkackte Händler. Boah, wäre ich dann doch nie reingegangen. Na, dann los. Lauf. Warte mal, kämen wir eigentlich nicht? Ich will mal was gucken. Ach nee, die sind zu hoch, ne? Ja, okay. Gut, mein Verdacht hat sich nicht bestätigt. Ich glaube, ich habe gehofft, wir kämen da leichter wieder rüber, aber naja. Ach, Link. Der ist schon nicht so doof an. So, jetzt. Na gut. Oh, das war jetzt falsch. So. Zack. So, ihr werdet wieder gekonnt ignoriert von mir. So, jetzt sind wir wieder bei den Dinos. Bei den Echsen oder was das auch immer ist. Dinos machen ja auch nur große Echsen. So, sind wir doch fast wieder da. Och, ich nehme doch tatsächlich immer die falschen. So. Hier noch. Gut, gut. So, und jetzt nicht runterspringen. Weiterlaufen. Zwei bescheuerte Händler haben eine ganze Bombe verbraucht. So, jetzt haben wir die Dinger aktiviert, dass die noch weiter nach oben fahren. Was steht hier? Ich möchte das lesen, Link, nicht darauf springen. Der riesige Schädel, leuchtend seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Ja, wie... Bestätige dich, ich halte, damit sich die Plattform hebt, erreichst du leicht ein höheres Stockwerk. Wahnsinn, was glaubst du, was wir gerade gemacht haben? Oh, Navi, bist du ein Vollpfosten, ey. Pass doch nur mal auf. Scheißfee. So, jetzt dürfen wir eine Bombe auspacken. Einmal. Und da leuchtet das Auge rot. Und zweimal. Und das Maul geht auf. Gut. Ich möchte aber, bevor wir da reingehen, möchte ich nochmal in den anderen Raum, da wo wir die Bomben gebraucht haben. Ich möchte fast behaupten, das war hier. Weil mir war noch so, dass da... Link, mach doch mal. Mir war so, dass da noch eine goldene Skulltula war. Also irgendwo war da eine. Ich hoffe, das war jetzt hier. Sind wir jetzt richtig? Nee, eher weniger. Hier sind wir nicht richtig. Wir müssen auf die andere Seite. Hier hoch? Nein, da drüben geht's hoch. So. Genau, auf die Seite müssen wir. Das Ding ignorieren wir einfach mal. Auch wenn es uns jetzt sieht. Naja. Du hast einen tollen Laser, wir wissen's. So, hier möchte ich hin. Ich mache mal ganz kurz einen Prozess. Du weg. Auch weg.
Weg ist. Da ist eine goldene Skulltula irgendwo. Oh, ich habe beide erwischt. Wahnsinn. Oh, Bomben. Bomben. Hä? Was ist da passiert? Geister! Wieso sind die das jetzt kaputt gegangen? Ich habe hier immer eine Skulltula gehört. Eine goldene. Seltsam. Gut, was verbirgt sich hier noch? Ich hoffe nicht wieder ein Händler. Fledermäuse. Und eine goldene Skulltula. Zack. 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 Nee, warte, warte. Komm schon. Die kriegt man irgendwie. Ah, oh, nee. Ich will die nicht mit dem... Ha! Du hast deine goldene Skulltula zerstört. Wusste ich doch. Ich glaube, die muss man eigentlich mit dem Bumerang holen, ne? Kann das sein? Kann sein, ne? Den wir dann natürlich auch noch später kriegen. So, ich hoffe, das war die Skulltula, die goldene Skulltula, die wir gehört haben. Können wir jetzt nämlich auch beruhigt... in das Maul des Ungetüms gehen. So, du kannst uns mal, auch wenn du uns jetzt siehst... So, hier sind wieder total viele Fledermäuse, die uns versuchen zu nerven, was aber nicht klappt durch unser neues Schild. So, wir müssen jetzt ein paar Felsen schieben. Also, na? Nämlich keiner angreifen. Die Textur von den Felsen sieht auch richtig cool aus. Muss ich mal so feststellen. So. Ich glaube. Warte. Mach erstmal das Ding hier auf. Na komm. Und. Tschüss, Mann. Aber das tat jetzt ein bisschen weh. Ist hier noch was Schönes? Eine goldene Skulltula. Mensch. Ob wir das... Nein. Ich will die doch nicht wach machen. Ha! Und geschafft, ohne den wach zu machen. So, jetzt müssen wir natürlich die doofen Steine wieder richten. Oh, vielen Dank, du Scheißvieh. Stirb! Meine Fresse. So. Oh, verdammt. Zu spät. Ah, diese scheiß Fledermäuse, die sind so echt ätzend nervig. Also unser Dekoschild wäre jetzt schon zweimal verbrannt im Übrigen. So,
So, und jetzt macht Link mal einen auf Atze und muss das Ding hier verschieben. Und unsere Energie sieht ziemlich bescheiden aus. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt auch gleich eine Fee. Ich glaube, so war das. Muss ich dann mal gleich die Flasche bereithalten. Weil die würde ich gerne mitnehmen. Ich rüste mal die Flasche aus. Irgendwo war hier eine Fee drin. Hier nicht. Ich glaube, hier war die Fee drin. Ja. Und hepp. Wir haben sie. Du besitzt jetzt eine Fee. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf den C-Knöpfen platzieren. Diese kleine Fee wird dich wiederbeleben, wenn du keine Energie mehr hast. Hast du sie auf C platziert, kannst du ihre Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen. Genau. So, das habe ich jetzt. Gut. Gut. Falls wir jetzt sterben, wird sie uns wiederbeleben. Ist hier noch was Schönes? Denken, Herzen. So, jetzt können wir auch den Felsen hier runterschieben. Hep. Ja, die scheiß Fledermäuse werden uns gleich genervt. Ja, noch nicht. Warte, ich schieb den mal so. Muss ja eh jetzt gleich. Na komm. Das ist Nummer 1. Oh, Kacke. Ach. Ich will euch doch platt machen. So. Oh, die lässt aber viele Herzen da. Sehr schön, jetzt haben wir wieder volle Energie. Für unseren letzten Fight. Ja. Hier müssen wir noch ein paar Bomben kriegen. Kriegen wir auch die Bomben. Ja, ja. Gut. Machen wir das Ding hier mal auf. Zack. Ach du Scheiße. Carnosaurus King Dodongo. Ja, der ist eigentlich auch ganz leicht gemacht. Einfach dir eine Bombe in den Schlund werfen und draufhauen. Und wenn er sich dreht, halt hier verstecken. Ja, hier sind auch noch Dings, falls man keine Bomben mehr hat. Na komm. Lecker Bombe! Heute zu mitnehmen. Scheiße. Abgehofft, wir kriegen es hin. Aber naja. So, dann hier kriegst du noch mal eine Bombe. Zack. Und tschüss, Mann. Oh, der lebt da immer noch. Also hat er 4 Treffer gebraucht. Nein, nicht anvisieren. Naja, dann komm. Und
Zack! Ja, das war's. Jetzt haben wir geräucherte Echse. Wir sammeln unseren Herzcontainer ein. Ein Herzcontainer. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Die Energie wird aufgefüllt. Tor. Mag jemand von euch geräucherte Echse? Tolle grüne Augen hast du. Na gut. Lass mal den hier verrotten. Können wir jetzt mit dem Dekostab in der Hand. So auf Deutsch gesagt, wir haben ihn mit einem Dekostab besiegt.